Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Vorrunde der Futsalmeisterschaft. Die Futsalpanthers Köln empfangen den SSV Jahn Regensburg im Hinspiel. Das Rückspiel gibt es dann in einer Woche. Und der Sieger aus diesen beiden Duellen in der Gesamtwertung trifft auf die Hamburg Panthers im Viertelfinale. Das müssen Sie wissen und das wissen Sie auch Jahn Regensburg von Trainer Thorsten Porkert in den roten Trikots von rechts nach links. Und sofort emsig im Vorwärtsgang Luca Pieger. 1:0. Super gespielt. Das fühlt sich gut an, auch weil er unterstützt wird durch die 500 Zuschauer, die diesen Auftakt in der 5. Minute gebührend feiern. Nochmal schön rausgespielt, Thorsten Porkert hat zu Beginn mit seiner Mannschaft alles richtig gemacht. Aber auch die Futsalpanthers aus Köln kommen wieder, schnell kombiniert und der Ausgleich durch Michael Schnitzerling gut herausgespielt. Da der Gästetorwart Mantelli Guimares chancenlos, weil sie das so hervorragend rausgespielt haben. Das Spiel glänzt durch seine technische Präzision im Angriff. Auch immer wieder glänzt der Torwart Maxi Bartsch mit super Reaktionen, verhindert ein ums andere Tor für Daniel Gerlach, der froh sein wird, seinen Rückhalt zu haben. Der Torwart eine ganz starke Komponente bei seiner Mannschaft, die nicht so leicht auszuspielen ist. Dann mal wieder die Kölner. Schnelles Kombinationsspiel und Marvin Buss mit einem klasse Dribbling und noch einem besseren Abschluss. Super Einzelleistung und damit die verdiente 2:1 Führung zur 17. Minute. Das können sie gemeinsam feiern, denn das ist die letzte wichtige Szene vor der Pause. Hier sehen wir es nochmal. Buss eiskalt. Da kann Guimares nicht mehr viel im Tor machen. Daniel Gerlach bislang zufrieden zur Halbzeit, denn trotz einer gelb-roten Karte seine Mannschaft in Führung. Dann das 3:1, auch wieder super gespielt. Niklas Hoffmanns, diesmal der Torschütze. Und jetzt fühlen sie sich pudelwohl, 23 Minuten inzwischen gespielt. Schnell nach einer Ecke, direkt abgenommen dieser Ball. Und da ist auch der Torwart nicht wirklich nah am Ball dran. Doch die Gegner kommen wieder. Regensburg mit super Kombination und das fühlt sich auch wieder gut an für Christian Sauer zum 3:2. Wichtiger Treffer, das putscht sie nochmal ganz weit nach vorne. Das war mit Abstand die beste Szene des Spiels. Technisch perfekt, wunderbar verwandelt. Einfach schön anzusehen. Das war nicht schön anzusehen, zumindest nicht für Daniel Gerlach. Ein Riesenfehler. Kurios, was Asiel Sami da produziert. Einen Eigentoreinschuss, das haben wir auch noch nicht gesehen beim Futsal, aber so schreiben sich eben die Geschichten. Riesenfehler, die Absprache mit dem Torwart, miserabel in dieser Situation und so bleibt es letztendlich bei diesem 3:3. Dieses Spiel mit sehr viel Unterhaltungsfaktor. Es ist jetzt zu Ende und auch Daniel Gerlach hat eine klare Meinung dazu. Ich habe zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Eine Halbzeit, die haben wir sehr überragend gut gespielt, mussten eine gelb-rote Karte bekommen, dann in Unterzahl verteidigen, das haben wir sehr geschickt gemacht und ja, in der zweiten Halbzeit fehlt es dann so ein bisschen, den Druck auf den Ball letztendlich zu bringen. Die Floskel muss ich dann leider sagen, aber da hatten wir zu lange Anteile ohne Ball. Abzuwarten bleibt nur noch das Rückspiel in einer Woche und das wird mindestens genauso fulminant wie heute. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei, dein Mietwagen zum Discounterpreis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.